Ja. Man muss sich aber dann auch irgendwie anders auszeichnen. Das geht ja. Ne? Wie gesagt, Aussehen ist nicht alles. Man kann auch mit anderen Sachen glänzen. Mit der Küche zum Beispiel. Ne? Wenn die Küche glänzt, kommt immer gut an. Oder so eine Rolex, die glänzt auch in der Sonne. Das ist halt, wenn man von außen schon eher nicht so der Überzeugende ist. Dann muss man halt eben mit den inneren Werten überzeugen und dann muss man halt auch... Das ist aber bei allen so. Das ist bei den Männern so, das ist bei den Frauen so. Die jetzt nicht ganz so hübsch sind wie andere, müssen halt ein bisschen mehr arbeiten. Die gehen halt nicht einfach hin zu dem jeweils anderen und sagen, hey, ich find dir gut, ich will dir mit nach Hause nehmen. Da sagt der andere, jo, ich guck gerade mal meinen Terminplan. Ja, ich hab Zeit. Komm, Schmidt. So ist das, ne? Und bei den Monstern, bei den Gesichtselfmetern, den Fressenbaracken, da läuft das halt ein bisschen anders. Du musst halt auch schon mal die Frau zum Essen einladen und ihr Blumen mitbringen. Wahlweise Pralinen. Also im Idealfall erkundigt man sich vorher, gegen was die Frau allergisch ist. Hat sie Heuschnupfen oder ist es eine Nussallergie? Dementsprechend sollte man dann entscheiden, ob Blumen oder Pralinen. Hat sie Stress mit ihrem Selbstwertgefühl? Und fühlt sie sich vielleicht zu dick? Damit meine ich jetzt nicht eine, die beklagt, sie fühlt sich zu dick, obwohl sie laut BMI mehr Richtung Untergewicht als Übergewicht tendiert. Sondern wirklich eine, die, ich will jetzt nicht sagen, sich zu Recht zu dick fühlt, sondern die sich über ein paar Kilo aufregt, die halt auch wirklich da sind. Muss ja nicht zwingend schlecht sein, aber ja, auf jeden Fall sollte man der vielleicht noch eher Blumen mitbringen. Ja. Weiß nicht, ob Pralinen Schokolade da so gut ist. Sie würde sie mit Sicherheit essen. Aus Frust, früher oder später. Gesundes Essen ist auch nicht die Mega-Idee. Man bringt auch niemals, also man verschenkt niemals, so mitbringen ist ja... Moment mal, da kam noch... Ach, da kommt ein Gegner quer, der war nicht eingeladen, dann war der plötzlich da, wo kam denn der? Nein, also man verschenkt ja auch normalerweise, so, das heißen hier, keine Deos. Kommt, blöd. Also ein schönes Parfüm, ja. Aber der Auserwählten schenken. Finde ich gefährlich übrigens. Also, früher war das mal so ein Standard-Dings. Also der Auserwählten Parfüm schenken, ja. Wenn es denn auch so schon die eigene ist. Einer Frau Parfüm schenken, mit der man noch zusammenkommen möchte, weil man das bisher noch nicht ist, weiß ich nicht. Eine gute Idee ist. Ich persönlich finde das irgendwie zu persönlich. Jetzt ist meine Schaufel kaputt. Auch das nehme ich persönlich. Gut. Immer wieder ausleeren. So geht das immer so. Falsche Richtung. So weit sind wir schon. Falsche Richtung. Kannst du mal sehen, du. Nein, 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 du bleibst hier. So.
Andi sieht auch wieder gut aus heute. Andi hat sich schick gemacht, deswegen sieht Andi gut aus heute. So, das war genau der eine Eisen, der gefehlt hat. Der Eisen, ja, das war Absicht, das ist auch korrekt so. Das heißt nämlich jetzt der Eisen. Früher war das vielleicht mal anders, aber früher war ja auch alles schlechter, das wissen wir ja. Und das heißt jetzt der Eisen. Na, also jetzt... Nicht, dass ihr euch wundert. Dass ihr jetzt glaubt, ich hätte mich eben irgendwie versprochen und aus Versehen den falschen Artikel gewählt oder so, weil ich blöd bin. Nein, wenn ich blöd wäre, würde ich ja auch weitergehen, ohne mir eine neue Schaufel zu machen. Aber das bin ich ja nicht. Ich denke ja dran. Ich mache mir auch nicht 1000 Schaufeln, obwohl ich noch eine hab. Nein, ich habe mich im Griff. So. Ja, es ist alles nicht so einfach. Ne, also ist das so. Deswegen, lange Rede, gar keinen Sinn, ne? 1000 Mal im Kreis gedreht, wollte ich ja nur gesagt haben, wenn so eine leicht bekleidete Frau ungefragt plötzlich bei mir im Wohnzimmer auf dem Boden liegt, dann wäre ich schon froh, wenn sie, sag mal, auch die Figur dazu hat. Ne? So, und das kann man jetzt mal ganz offen so stehen lassen, da brauchen wir sich jetzt nicht fragen, wenn sie die Figur dazu, was heißt denn das, 90, 60, 90. Ja, genau. Und das andere Bein auch. Was? Nein, halt so. Ich sag immer, die Proportion muss stimmen. Ist gar nicht schlimm, wenn die Frau ein paar Kilo mehr hat. Darfst du. Ein bisschen Bauch ist auch nicht böse. Aber... Ne, sie soll bei dem Ganzen auch immer noch nach Frau aussehen. Ne? Irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das jetzt auch komisch, wenn sehr schmale, zierliche Frauen große Brüste haben. Das stimmt die Proportion halt auch nicht. Wenn die Frau klein und zart ist, sollte sie das auch überall sein. Das ist ja, das sieht auch komisch aus irgendwie. Mal ehrlich. Wenn ihr jetzt so. Das nicht. Sie irgendwie gerade mal 1,50 Meter. Schmal, sehr, sehr schmal gebaut. Und dann mit Doppel-D. Das ist, Das hätte ja jemand irgendwann mal die Luftpumpe angesetzt und dann ein bisschen übertrieben. Oder. Ist auch nicht. Aber gut, das ist jetzt ein ganz blödes Thema. Da will ich nicht weiter drüber philosophieren, ne? Das ist ja... Ich meine, was machst denn du, Hühnchen? Das bringt gar nichts. Komm doch mal raus da. Komm, auf, hopp. Hopp, hopp. Scheiße. So, ein blödes Huhn, so ein blödes. Los, raus hier. Komm, Hühnchen, auf! Jetzt soll ich doch mal nicht so blöd tun. Da sitzt es und guckt mich an. Ja, ja, jetzt geht's natürlich. Ja, so ist brav. So ist schön. So, da darfst du rüberlaufen jetzt. Ja. Überall da, wo diese lustigen Steinziegel sind, da darfst du laufen. Sonst nicht, ne? Also da jetzt auch nicht. Oder hier. Oder da. Da ist gut, da ist super. Da darfst du hin. So. Bock, bock, bock. Ja, ja, sag. Have no stone anymore. Ach, das ist auch wieder ein großer Raum. Mal gucken, der ist das. Da ist gegenüber noch ein Raum. Der ist, hatte ich den, hatte ich glaube ich gerade gemacht, ne? Ja, doch, den hatte ich gemacht. Da kam die Tür nämlich schon früher. Ah, oh, das Hühnchen ist abgebogen, abgehauen. Gut, dann habe ich da jetzt noch den. Oh.
noch den Gang fertig und noch einen Raum nach diesem. Und dann ist dieser Dungeon-Abschnitt, dann haben wir den tatsächlich heute komplett fertig geschafft. Heißt natürlich nicht, dass wir mit den Dungeons schon fertig sind. Da muss ich euch jetzt leider frustrieren. Falls euch das überhaupt frustriert, vielleicht ist euch das auch egal und es frustriert nur mich und ihr seid darüber amüsiert, dass ich mich im Weg hier... So, nochmal. Ihr seid amüsiert darüber, dass ich mich hier selbst frustriere. So. Aber gut. Hat das wenigstens auch irgendeinen Zweck, was ich hier mache. Weil, wüsste nicht, was es sonst für einen Zweck haben sollte, dass ich hier permanent Steinabbaustein anbaustein. Sag mal, was ist denn heute? Ich glaube, ich mache nach dieser Folge eine Aufnahmepause. Hahaha, hätte ich sowieso gemacht. Weil ich ja immer nach 6 Folgen eine Aufnahmepause mache, weil ich mir immer denke, 2 Stunden ist immer ganz gut so, an sich. Von der Zeit her. Es wird auch mal länger. Ich habe auch schon längere Aufnahmen, deswegen suche ich es nicht. Ich hatte jetzt hier die Space Engineer Aufnahmen, die wir gemacht haben. Das hatte dann Ähnlichkeiten zu früher mit den 7 Days Aufnahmen. Die ja damals schon so ihre 4-5 Stunden hatten. So war das da im Grunde genommen auch. So, das ist jetzt eben jener Raum, habe ich gesagt, wo der. Genau, wo der da dann der letzte ist. Der letzte Raum dieses Dungeon-Abschnittes, wo wir Boden legen müssen. Wer hätte das gedacht, dass wir eines schönen Tages noch einmal so sensationell weit kommen und diesen Kack hier ab. Geschlossen kriegen, das ist ja unglaublich. Und da ist auch Schrödingers Hühnchen oder sein Nachkomme wieder da und steht im Weg. So, war so grauenvoll, ist es geflohen. So, hier, Hühnchen, kriegst einen Laufsteg. Komm, ich mache die am Ende auch ein bisschen breiter. Hier, zack. So. Germany's Next Top Chicken. Oder nicht? Na, hier, komm. Germany's Next Top Chicken, bist du doch dabei. Meine Stimme hast du. Ah, da nicht. Gang und wenn wir da vorne um die Ecke gucken, dann werden wir schon die Treppe sehen. Hi Hühnchen. Da ist er auch schon. Nein! Schaufel, geh nicht! So. Mal wieder so gesagt. Sozusagen. Huhn, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich denke, das verstehst du, dass ich das blöd finde. So. Da hast du doch bestimmt Verständnis für, oder? Ja. Ja. Ja, das wird langsam eng hier mit eurem Boden. Nein. Ah. Hase dacht. Jetzt macht's Panik. Hör auf damit. So. 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 Danke. Ja, jetzt habe ich das letzte bisschen grüne Wiese hier unten rausgenommen. Jetzt haut das Hühnchen ab. Jetzt will es hier unten nicht mehr sein. Das kann ich verstehen. Muss aber auch verwirrt sein. Oh, wie schön das aufgeht. Nachdem ich das irgendwo ganz da hinten, ganz weit weg, eingemauert hatte. Hat es jetzt ja völlig die Richtung verloren. So, dieser Abschnitt ist dann
der nächste, dem wir uns widmen müssen. Da unten ist auch so ziemlich der einzige Raum, der hier eine Beschriftung hat in dieser Karte. Ja, das ist nämlich, da ist nämlich das kleine Trankzutatenlager-Räumchen von Snape. So, die ganze Erde haben wir ja gesagt, lassen wir hier, weil zuschütten. Da ist jetzt wieder ein bisschen was beisammengekommen. Ist noch schön. So, wenn wir hier mal wieder ein bisschen Kobbel mitnehmen. Zwei Eier eingesammelt. Ja, die packe ich jetzt aber mal weg. Auch wenn die eigentlich zu Schrödingers Hühnchen gehören. Aber egal. Ja, ist wieder alles klar. Ist ja wunderbar. Die Musik spielt ihr Lied. Und mir juckt mein Augenlid. So, ist hier vielleicht das Eisen plötzlich ungefragt fertig geworden? Wahnsinn. Na, du bist ja doch noch da. Und hast doch mal wieder ein Ei gelegt, Schrödingers Hühnchen. Bleib ja nichts mehr raus, tut mir leid. So. Ja, dann ist dieser Riesenblock jetzt fertig und dann ist es jetzt auch noch Nacht geworden. Egal, ich schlag mich durch. Dann kommt jetzt dieser letzte kleine Abschnitt, der besteht, das kann ich an der Stelle ja schon mal sagen, hoppla, hab ich kurz ein bisschen Angst gehabt, aus, lass mich mal schauen, ist das im Moment mit Schauen eher blöd, jetzt, das sind 4 mittelgroße Räume und eben dieser winzige kleine Lagerraum. Das ist von der Fläche her ja so ungefähr wie die 3 Räume, die wir jetzt zuletzt mit Boden versehen haben. So. Die Fläche ungefähr hat das, was wir da noch bauen müssen. Also im Gesamten alles zusammen, die Räume, die jetzt noch fehlen, kleiner als der große Raum, den wir heute ausgehöhlt haben. Zuletzt da. So kann man sich das dann vorstellen. Das ist nicht viel. Aua. Viel genug, um sich nochmal aufs Maul zu legen. Aus Freude an der Freude an der Freude. Alles ist immer gut, froh zu sein, dass man froh ist. Das ist nämlich ein ewiger Teufelskreis, der einen für immer glücklich macht. Wenn man nämlich froh ist, dass man froh ist. Dann sind wir ja dadurch gezwungenermaßen logischerweise froh. Und wenn einen das froh macht, froh zu sein, dann wird man den Rest seines Lebens froh sein. Ist so. Na? Kannst du nicht ändern. Hashtag ist so. Ich werde jetzt dann doch nochmal hier den Stein nochmal vorbereiten. Fürs nächste Mal brennen wir dann doch nochmal eine Riege durch. Macht ja nichts. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Jetzt mache ich eine Aufnahmepause, wie ich das angekündigt hatte. Ja. Das habt ihr nun davon. Und dann säen und ernten. Säen und ernten wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Und bald geht's hier nach oben. Bis dahin dann erst einmal. Tschüssi.